Oh, hallo, Freunde des Tabletops und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Tabletop Hebeberg. Früher haben wir in China Lais selber angebaut auf einem Feld mit schwerster Handarbeit. Heutzutage kann man Lais kaufen in kleine Plastikbeutel. Ich sage euch, das ist kein Lais. Lais wird immer noch auf einem Feld angebaut. Das zeige ich euch heute, wie wir ein solches Feld bauen. Bleibt dran und wir sehen uns am Ende des Videos. Für unsere heutige Folge benötigen wir neben den üblichen Bastelmaterialien Pressholz, eine dünne Dämmplatte aus Styrodur, Fertigspachtel, einen alten Pinsel, Green Stuff oder eine vergleichbare Modelliermasse, zwei verschiedene Spraydosen in grün, dunkel und hellgrün und styrolfreies Polyester-Laminierharz. Im ersten Bauabschnitt nehmen wir uns das Holz, das ist von einem alten Schrank, die Rückwand, das hat eine Breite von 13 cm. Und ich möchte eine Länge haben von 10 cm, dazu markiere ich mir zwei Teile und verbinde diese beiden Punkte. Dann wird das Ganze mit einer Holzsäge durchgesägt. Die Ecken runde ich mit einem Bleistift ab und schneide sie mit einem Cuttermesser vom Holz weg. Das geht ganz leicht. Die Kanten werden nun mit einem Cuttermesser angeschrägt und nochmal abgeschmürgelt. Dann nehme ich mir die Dämmplatte, nehme das Base als Schablone und zeichne einmal ringsherum und schneide auch dort alles Überstehende weg mit einem Cuttermesser. Auch dort werden die Seiten angeschrägt. Dann zeichne ich mir dort die Stelle an, die ich rausschneiden möchte. Da soll dann das Harz reingekippt werden. Zum Ausschneiden nehme ich mir auch wieder ein Cuttermesser. Die Innenseiten werden auch mit einem Cuttermesser abgeschrägt. Das Ganze klebe ich dann mit Holzleim auf die zuvor angefertigte Holzbase. So sieht das Ganze aus, wenn es getrocknet ist. Dann nehme ich mir Fertigspachtel. Die ist schon fertig, da muss man nichts mehr anrühren. Und schmiere diese Fertigspachtelmasse auf das ganze Geländestück, schön an den Kanten vor allem, um dort noch eventuelle Lücken zu schließen, genauso wie an der Innenseite und um etwas Struktur reinzubekommen, auch dort, wo dann die Reispflanzen reinkommen sollen. Wo das Ganze trocknen muss, nehme ich mir etwas Green Stuff, das schneide ich mir immer so ein Stück ab, vermische das Ganze. Dann habe ich hier einen alten Pinsel, dort nehme ich mir so ein Büschel, schneide es mit einer Schere ab und klebe dann das Green Stuff ringsherum und arbeite das ein, sodass alle Pinselborsten verklebt sind, so sieht das Ganze dann aus. Davon mache ich ganz, ganz viele. Wenn diese getrocknet sind, kann ich diese draußen natürlich mit einem Dunkelgrün besprühen. Dazu gebe ich immer ganz leichte Stöße ab und benebel das Ganze. Dann werden diese gedreht und nochmal mit einem hellen Grün benebelt und macht es schön von weit oben, sonst fliegen die euch durch die Gegend. So sehen die dann aus, wenn sie besprüht sind. Es wird nochmal kontrolliert. Dann beschmiere ich den ganzen Rand mit Holzleim und streue dort Kies rauf. Dann setze ich mir mit einem Feinliner feine Punkte, immer in einer Reihe. Und wenn das Ganze fertig ist, nehme ich mir hier so einen Bohrer und bohre dort, wo ich die Punkte gesetzt habe, Löcher hinein. Das mache ich jetzt für das gesamte Base.
So sieht das Ganze dann aus. Ich habe mir hier noch ein Rastermuster gezeichnet, dass das Ganze in etwa gleich ist. Dann habe ich hier einen Braunton. Den gebe ich in ein Gefäß rein. Dann noch eine kleine Pinselspitze schwarz. Etwas Holzleim. Und Wasser. Das Ganze wird dann schön verrührt. Und damit wird alles komplett bemalt. Dann habe ich hier ein Schwarz. Da tupfe ich die meiste Farbe raus. Und tupfe in den Pool, nenne ich das mal, drumherum, um etwas Tiefe darzustellen. Das gleiche mache ich nur mit Blau und Grün. Fange mit dem Blauton an, vermische jetzt auch ein bisschen Schwarz auf dem Tuch, tupfe damit rum. Das gleiche mache ich mit dem Grünton. Beim Grün auch noch schön an den Kanten lang gehen, um Moos darzustellen. Beziehungsweise Algen oder sonst etwas, was so im Wasser rumschwimmt. Und dann noch das gleiche mit ein paar Tupfer Hellblau. Davon sieht man zwar nicht mehr viel, aber ist trotzdem schöner. Dann nehme ich mir etwas Holzleim und meine Reispflanzen, gebe etwas Holzleim auf die Spitze und stecke diese immer in die Löcher rein. Das Ganze sieht dann so aus. Schönes Harz anmischen. Dazu nehme ich mir erstmal das Laminierharz. Ich habe das genommen, weil ich kein Epoxidharz hatte. Das Laminierharz trocknet auch nicht durchsichtig aus, sondern hat so einen leichten Gelbstich. Und um den vorzubeugen, nehme ich mir ein braunes Wash, gebe zu dem Laminierhaar 2 Spritzer braunes Wash mit hinzu. Das ist jetzt hier das Sepia Wash von Citadel. Und dann kommen noch 5 Spritzer Hertha hinein. Das mache ich alles mit einer Pipette, um das besser dosieren zu können. Das Ganze wird dann gut verrührt und in den Pool gekippt. Ich habe da festgestellt, dass es immer etwas zu viel war und habe mich dann dafür entschieden, die Pipette zu benutzen, um immer ein paar Spritzer reinzugeben. Ja, probiert euch da am besten aus, aber mit der Pipette macht sich das schon ganz gut. Kann man auch schön punktuell auftragen. So sieht der ganze Pool aus, beziehungsweise das Reisfeld, kann man jetzt schon so nennen. Ja, jetzt wo es getrocknet ist, sieht es so aus, das ist der Farbverlauf, den ich gemeint habe mit dem Gelbstich, was aber eigentlich ziemlich geil aussieht, weil dann 2 verschiedene Grüntöne mit drin sind, sieht schon ziemlich schick aus. Dann habe ich hier noch ein Beige und damit bürste ich einfach den ganzen Rand trocken. Ja, dann habe ich hier eine Leim-Wasser-Mixtur gemacht. Streiche damit großzügig die ganze Base, außer dort, wo das Harz ist. Und streue dann ganz leicht elektrostatisches Gras rüber. Und damit ist es auch schon fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns nächsten Montag. So, Freunde des Tabletops, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wenn ihr ein Leisfeld nachbaut, dann zeigt uns das, schreibt uns das gerne unten in die Kommentare rein oder schickt uns eine Foto, wir freuen uns drauf. Unten in der Videobeschreibung findet ihr alle möglichen Links von uns, dort könnt ihr gerne durchklicken und durchschnücken und gucken. Ich werde jetzt jedenfalls meine Nudeln weiterlassen. Jo, ich würde sagen, wir sehen uns einfach nächsten Montag wieder bei den Asia Weeks. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut und denkt dran, make tabletop great again.